Nach dem spannenden Vortrag von Hans Kammerlander am Abend im Hotel Turmwirt geht es für uns am Folgetag bereits sehr früh mit dem Bus ins Ahrntal. Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt gerade etwa 2 Stunden mit dem Bus gefahren bis nach Sand in Taufers und von dort dann rauf nach Auernach. Das ist auch der Geburtsort von Hans Kammerlander. Und mit dem gehen wir heute auf den großen Moosstock. Viel Spaß mit dem Video. Von Auernach aus fahren wir mit dem VW-Bus vom Hans zunächst hinauf zum Wanderparkplatz. Dort starten wir dann unsere Tour auf den großen Moosstock, dem Hausberg vom Hans Kammerlander. Diesen 3000er bestieg er als 8-Jähriger, indem er heimlich 2 Touristen bis zum Gipfel folgte. In den folgenden Jahren mehrten sich die alpinen Unternehmungen. Und nach seiner Ausbildung als Bergführer und Skilehrer wurden unter anderem 12 der 14 8000er von ihm bestiegen. Nach etwa 1 Stunde erreichen wir die Schlafhäuser, wo wir unsere Wasserquellen nochmal auffüllen. Oberhalb der Schlafhäuser wird das Gelände nun zunehmend karger. Bereits hier können wir die Aussicht hinab ins Ahrntal genießen. Über viele Steinplatten erreichen wir dann ein kleines Plateau, wo uns die ersten Sonnenstrahlen des Tages begrüßen. Dann geht es weiter hinauf zu den Felsen der Südwestflanke vom großen Moosstock. Ab hier wird der Steig nun etwas anspruchsvoller und es gilt, in dem Blockwerk immer wieder kleinere Kletterstellen zu bewältigen. Eine kurze, aber durch die Schneeschmelze sehr rutschige, seilgesicherte Passage umgeben wir nach einem Hinweis vom Hans linksseitig. Weiter oben geht es dann nach einigen leichten Klettereien über Schneefelder hinauf auf eine Geländeschulter, von wo der Moosstocksee sowie der Gipfel bereits sichtbar ist. Und wie oft warst du jetzt da schon ungefähr oben? So weit kann ich gar nicht zählen, ich habe nur meine Volksschule gemacht, ich habe nicht studiert. Also er bedeutet dir viel, der Berg auf jeden Fall? Ja, es war Trainingsberg gewesen, jetzt laufe ich da nicht mehr so hoch, aber ganz viel. Aber ich habe mich trotzdem einmal im Nebel komplett verlaufen, beim Abstieg und bin in das Seitental runter. Ja, man darf es also wirklich nicht unterschätzen, gell? Ja, es ist nicht, der Berg ist einfach weit und wenn er nass ist, durch dieses, das ist ja nur Gestein, die Flechten, da wird er rutschig. Aber enorm. Und heuer ist natürlich lange Zeit viel Schnee gewesen. Es war ein extrem strenger Winter. Und jetzt haben wir die letzten Schneefelder, aber ist nicht normal. Anfang Juli, ein Südhang und immer noch Schneefelder. Ja, Wahnsinn, gell? Ja, ja. Von der Geländeschulter aus halten wir uns rechts und queren über das Schneefeld rüber zum Gipfelgrat vom großen Moosstock. Ist schon noch ein Stück. Immer wieder gilt es auch hier nun kleinere Kletterstellen im Blockwerk zu überwinden. Kurz vor dem Gipfel wird die Luft nun schon merklich dünner und auf uns wartet noch eine letzte Kletterstelle, welche vom Hans zusätzlich noch mit einem Seil gesichert wird. Der große Moosstock ist sicher der markanteste Berg des gesamten Tauferer Ahrntales. Seine Pyramidenform ist oberhalb von Sand in Taufers weithin sichtbar und der Gipfel weiß mit seinem herrlichen Blick weit über die Dolomiten hinaus zu beeindrucken. Am Gipfel genießen wir bereits die Aussicht auf die Dolomiten im Süden, bevor auch Hans dann mit einigen Nachzüglern den Gipfel erreicht. So, jetzt sind wir oben angekommen am großen Moosstock.
an dem Hausberg vom Hans Kammerlander. Ja, müssen es jetzt leider schon relativ zügig wieder auf den Rückweg machen, weil die Wolken kommen. Der erste Regen soll einsetzen gegen 13, 14 Uhr und wir haben jetzt, weiß ich nicht, Sommer? Ja, 11, 12. Wir schauen, dass wir halt aus dem Blockwerk dann raus sind, bis der erste Regen kommt. Aber schöne Tour, schöner Gipfel. Auf jeden Fall schön, ja. Aber Kondition sollte man mitbringen. Also und Trittsicherheit. Ist halt schon ein Eumel, die 1500 Höhenmeter. Vom Gipfel aus folgen wir dann unserem Aufstiegsweg wieder bergab. Einige Stellen werden dabei vom Hans mit dem Seil zusätzlich gesichert. Dann verlassen wir den Gipfelgrat und erreichen wieder die Geländeschulter am Moosstocksee. Wir waren ja mit dir zusammen jetzt auf dem... jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Moosstock, großer Moosstock. Richtig. Ja, ich schneid's. Und was meinst du, sollte man bei der Besteigung besonders beachten? Ja, ist immer ist sehr lang. 1500 Höhenmeter Minimum, wo man machen muss. Blockgelände. Es trocknet nicht wunderbar. Wenn es nass ist, natürlich ein bisschen Rutschpartie. Und vor allem dieser Berg ist ganz allein, steht ganz alleine da. Und es ist einfach bei Gewitter ist er ganz unangenehm. Weil er ganz wie eine Antenne da steht und ich einige Mal ein Gewitter erlebt, elektrisiert es dich über den Grat runter. Und das geht so schnell. Und jetzt sind wir herunten, schon fast auf sicheren Grund und jetzt können wir uns Zeit lassen. Jetzt werden wir höchstens nass. Also dann nochmal vielen Dank fürs Raufführen und fürs Runterführen. Von der Geländeschulter aus geht es dann zunächst über ein Schneefeld und ein paar Kraxelstellen bergab. Schon bald wird das Gelände jedoch einfacher und die Teleskopstöcke kommen für den Abstieg wieder zum Einsatz. Kurz vor den Schlafhäusern kommen wir dann wieder unter die Baumgrenze. Angekommen bei den Schlafhäusern legen wir noch eine kurze Trinkpause ein und steigen dann weiter bergab zum Wanderparkplatz. Zum Abschluss der Tour kehren wir dann noch zusammen in einem Gasthof in Auernach ein und fahren dann mit dem Bus zurück ins Hotel Turmwirt nach Auer.